Bei der Produktion des Kunststoffes Ultramid spart die BASF große Mengen Heizdampf ein. Durch technische Optimierung wird der CO2-Ausstoß jährlich um 10.000 Tonnen verringert. Seit mehr als 50 Jahren produziert die BASF Ultramid. Ein Kunststoff, der zum Beispiel in der Verpackungs- und Textilindustrie verwendet wird. Beim Produktionsprozess entsteht eine wässrige Lösung mit dem Rohstoff Caprolactam. Dieses Gemisch wird mehrfach wieder eingedampft. Damit wird der Bedarf an neuem Heizdampf stark reduziert. Wir gewinnen hier das Caprolactam aus der wässrigen Lösung wieder zurück durch Destillation. Das heißt, wir trennen das Wasser mit Heizdampf ab. Diesen Wasserdampf, den wir dann generieren, verdichten wir, um ihn auf ein höheres Energieniveau zu bringen und können ihn dann als Heizdampf wieder einsetzen. Das Ergebnis? Jedes Jahr werden rund 60.000 Tonnen Heizdampf eingespart. Hört sich einfach an, war aber doch ein herausfordernder technischer Prozess. Obwohl uns das Prinzip der Brütverdichtung bekannt gewesen ist, war es doch nicht einfach, das in einen bestehenden Produktionsprozess zu integrieren. Sowohl verfahrenstechnisch als auch räumlich stellen sich da einige Herausforderungen. Die BASF trägt damit weiter zu einer nachhaltigeren Produktion und zum Erreichen ihrer Klimaziele bei.